Okay, ja, gehen dürfen wir jetzt schon mal nicht mehr, weil der Opa ist der Meinung, ne, ich will einen Huhn. Ich will noch einen Huhn. Komm schon. Hier, komm, 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 komm. Ich krieg dich. Ja. Ja. Moin Leute, herzlich willkommen zu der Sprachauswahl. Nein, Quatsch. Herzlich willkommen zu die Sims sowie was anderes. Genau, die Sims ist nämlich das Thema und zwar die Sims brechen aus. Mal gucken, wie sie ausbrechen aus dem Game Boy Advance. Was uns das Ganze denn hier überhaupt so bietet und so, ne? Option. Gucken wir mal, was haben wir denn? Musik laut, Sound laut, Sprache sprachig. Hatten wir gerade schon. Ja, Deutsch ist gut. Dann werden wir doch mal ein Sim erstellen. Sim taufen. Können wir das auch mit umlauten? Oh ja. Dann ist das Patty. Ach Quatsch, falschen Knopf. Patty Box. Wie geht es weiter? Start. Ah, da unten. Okay. Ah ja. Okay. Simpsons. Ne, ist schon okay so. Frisur. Hier war da gar eine kurze Grafikfehler, oder? Ich bin der Meinung, ja. Aber ist ja eigentlich auch Latte. So. Was für eine Auswahl an Frisuren. Wir nehmen einfach die. Kann man den eigentlich drehen? Irgendwie? Nein. So. Haare. Nehmen wir das. Hemd. Wow. Ich hätte gedacht, es gibt wenigstens andere Klamotten. Nein. Ist einfach eine andere Farbe. Das ist ja irgendwie langweilig. Egal. Dann, das Blau ein bisschen zu blauig. Zu blauig. So, ist schon okay so. Mit der beschränkten Auswahl, die wir hier haben. Sowas bin ich denn. Jetzt wird's persönlich. Bisschen ordentlich. Ja, extrovertiert schon. Oh, faul. Faul ist ein Thema. Das machen wir mal. Nee. Dann lieber so. Wassermann. Achso. Okay, nee, wir sind der Zwillinge. Wow, hat sich ja viel geändert. Willkommen Sim Valley Petty Box. Ich bin so froh, dass du hier bist. Wir sind nicht so groß wie Sim City, aber wir haben zweimal so viele Charaktere. Komm zu mir, sobald du da bist. Opa Haferstich. Ah ja. Okay. Okay, zu den zumindest sonst mir bekannten Sims-Teilen, vor allem die auf dem PC, haben wir hier sowas wie eine Story, oder? Also, komm mal her hier, wie spreche ich denn mit dir? Ah. Du hast geschafft, ich bin mir sicher, dass du eine tolle Zeit in Sibirien hast. Wolltest du vielleicht eine kleine Hilfe zum Spiel? Nein. Ich weiß schon alles. Hat dir deine Mutter nicht ein kleines Geschenk für mich gegeben? Mein Freund. Dann weiß ich Bescheid. Genau. Da habe ich die Stromkopfnen schon gehört. Dazu hätte er mit einem Hilfe gekauft. Ich habe was für dich. Tschüss, alte Unke. Alte Unke, das ist so ein. Neue Ziel. Achso, Startdruck. Okay, neue Unke ist mir persönlich jetzt nicht geläufig. Triff Opa. Werde Freund mit Opa. Gib Opa ein Familienalbum. Okay. Das sind eigentlich ein bisschen. Das ist schon interessant, wie der läuft, ne? Aber, oh, wir haben jetzt irgendwas aufgenommen. Das sah so leuchtend aus. Einstecken. Ernsthaft? Okay. Gut, dann stecken wir uns mal das Hühnchen ein. Sehr gut. Hey Opa, weißt du schon, ich hab den Huhn geklaut. Wo kann ich denn hier sehen? Nee. Was gab's da noch für Sachen? Achso, Kochmechaniker ist klar. Was ist das hier? Was haben wir denn eingesammelt für komischen Topf? Einweggläser. Ach, ist Einweggläser, oder? Einweg?
Einweggläser. Manche Leute sammeln sie als Erinnerung an früher, andere schmeißen sie weg. Sammler kaufen sie dir sicher gerne ab. Ah. Ein kleines fettes Huhn von Opa Haft verstieß hoch. Oh, schön. Kommen jetzt nicht auf falsche Ideen. Wieso? Okay, gehen dürfen wir jetzt schon mal nicht mehr, weil der Opa ist der Meinung, ne, ich will ein Huhn, ich will noch ein Huhn. Komm schon. Hier, komm, 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 ich krieg dich. Ja. Ja. Da kannst du, ach, da kannst du gar rennen. Wow. Ich weiß, es klingt jetzt merkwürdig, wie man sich freuen kann, dass man rennen kann, aber... Okay, muss man das kaufen? Man ist freigeschaltet. Was genau war das gerade? Was soll mir diese Animation sagen? Nach dem Motto, auf gar keinen Fall, oder? Rein? Oh ja. Da ist ein Auto. Ein cooler Tag, ich will das Auto. Da können wir noch reingehen. Wer das denn? Okay, interessant. Ein Klo, Oh, ein Klo. Ah, da. Ein Klo mit Schuppen ist auch nicht schlecht. Gehen wir erstmal auf den Eimer. Symbole sind ein bisschen schwer zu erkennen, wie ich finde. Na komm, du bist fertig. Was hat er gespült? Ja, hat er. Was ist da oben noch? Ich weiß, ich mach mal wieder nicht das, was das Spiel von mir will, aber das ist ja... Was ist das? Ein Telefon. Ach, wie geil. Jetzt haben wir... Ja, ist ja gut, du hast Hunger. Jetzt haben wir das Telefon geklaut. Oh, nicht schlecht. Ah, cool. Ja, geh weg, ich hab Hunger. Ich muss jetzt mal rein hier. Du willst doch bestimmt was zu fressen. Sitzen. Ja. Kühlschrank. Kühlschrank geht eigentlich immer. Snack essen. Zum Glück. Okay. Das ging jetzt schnell. Können wir denn auch was kochen? Mittagessen. Ich weiß noch beim Originalspiel. Also heißt es beim Originalspiel, aber bei dem PC-Spiel muss man ja immer auch Geld haben, um was essen zu können. Ja, hier geht es auch alles so. Können wir die Blumen auch noch einstecken? Wasser. Achso, Wasser. Okay, ist ja naheliegend, aber so, Wasser. Was ist das? Duschen. Auch wieder verpixelt? Ach ne. Wir gehen einfach mit Klamotten rein und die verschwinden dann einfach und dann wahrscheinlich sind die einfach wieder da. Mal gucken. Ja, die Dusche brauche ich auch. Hm. Waschen, pinkeln waren wir schon, schlafen können wir ein bisschen. Ich weiß, wir müssen mit Opa quatschen, aber erstmal müssen wir Nicker hier machen. Ich wollte gerade sagen, das geht aber schnell, aber nein, die Uhr spult ja auch ganz schön vor. Komm, Schluss jetzt. Reicht. So, wir können auch Entertainment gebrauchen, aber wir schnacken erstmal hier mit Opa. Die komischen Grafikfehler finde ich immer ein bisschen blöd, ne? So, dann freuen wir uns mal mit dir an. Keine Ahnung, wie man heu macht. Keine Bewegung, was mache ich? GM-Getreide aus dir. Was ist denn GM? Ich hab was für dich. Komm, wir schenken. Wir geben ihm einen Huhn. Guck mal, was er sagt. Oh! Er freut sich sogar. Cool. Ich gebe ihm seine Hühner zurück. Nee, das Fotoalbum. Du bist der coolste von allen Verwandten. Ja, sicher. Sicher das. Siehst du bei mir ein? Kann ich irgendwas tun? Nicht jetzt. In der Scheune zieht's. Okay. Willst du eine Umarmung? Auch nicht. Du bist hier kitzelig. Oh Mann. Klar sehe ich mir auch meinen Film an. Das ist erblich. Das ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, oder? Kennst du den vom 3 bei dem Pferd? Der wird nie erwachsen. Naja. Kann auch noch. Nee. Buch und Kaffee und ich bin glücklich. So. Also, ich nehme das die Kaffee und das Buch kann jemand anderes nehmen, die Brockham. Nerv mich und der Mais wird plötzlich Kornkreis. Was willst du tun? Alle Höfe dreckig, ziehst du bei mir ein. Okay. Wie soll man den denn überzeugen? Soll ich ihm seine Hühner wieder geben? Oder hier wäre es mit seinem Telefon? Ich verwende sowas auf dem Hof nicht. Ach, deswegen habe ich es auch abgebaut bei dir. Das, weil du kein... Ja, okay. Gut. Wie wär's dann mit dem Huhn? Komm.
Oh, ich hab grad. Der Bürgermeister will Autos bei uns erlauben. Sul. Ich dachte, wir brauchen 30. Jetzt haben wir uns doch angefreundet bei dem. Wie ist das Telefon? Das Telefon. Da sieht man ein Telefon, ne? Und nein, ich wollte sagen, das Spiel ein bisschen. Sagen wir mal eigen. Hey du! Kennst du den von den Hühnern, die über die Straße gehen? Okay, ja, 27. Ich fand Besserung schon mal spannend. Ah, bam! Schön, dass du es hier, Opa, verstehe ich. Ich mag es gemütlich. Kommst du gut zurecht? Ja, ist mir im Bereich. Ist ruhig etwas, habe ich schon. Ruh dich aus, habe ich auch schon. Und das Bad benutzt, habe ich auch schon. Ah, sehr gut. Du glänzt ja wie eine Truhe Simoleons. Du solltest nun in die Scheune gehen, da kannst du wohnen. Den Kreppelhof kannst du dir zum Einrichten nehmen, alles deins. Okay. Okay, cool. Sul. Wie man hier so sagt im Norden. Sul. Welche Sprache auch immer das ist. Simmlisch, ich weiß. So, ach guck mal, haben wir gleich mitgeschafft. Ah ja, weil wir alles schon gemacht haben. Ah, sicher, ne? Also bitte. Wenn ich was mache, dann ständig. Schmücke die Scheune mit dem Holzhuhn. Trag Opas Koppel das Tier vor zur Scheune. Schmücke die Scheune mit dem Holzhuhn. Wo ist das denn? Oder muss man das kaufen? Kann man? Ah, Jobs. Ach, falschen Kopf. Memani. Saftschleu. Der, was ist denn da los? Küderwurf. Powerheber. Egal. Katalog. Da können wir bestimmt kaufen. Deko? Elektronik? Möbel? Ich meine, ich weiß, wir haben eh kein Geld, aber. Okay, jetzt habe ich das Telefon einmal eingesteckt. Das kann ich wieder kaufen. Ist auch nett. Karte. Ah, okay. Okay. Cool. Wow. Größer als erwartet. Was ist, wenn ich jetzt dahin will? Fitty Center. Ja. Springt doch schon. Guck da, ich mach schon Sport. Und 1 und 2 und 3 und 98, 95, nein, 99, 100, egal. Ja, wo kriegen wir denn das Holzhuhn her? Oder ist das in der Bude drin? Wir gehen mal gucken. Ja, du mich auch. Geh weg da. Guck mal, dass hier drin hell ist, ne? Aus. Wow. Wow. Das wird Musik. Yeah. Oder können wir auch hinten rausgehen? Jetzt sind wir nur draußen. Gibt's hier wo? Ah! Loben. Okay, das sorgt für Entertainment. Interessant. Einstecken. Klar, machbar ja. So steckt man die Hosentasche, ne? Hier, das kommt bestimmt auch ein. Wir können ganzes Bett einstecken. Ernsthaft? Und dieses, naja, nehmen wir mal Sofa auch. Hey, halt! Ich will das haben. Ich glaube, das kann ich nicht anfassen. Kitten. Ach, Kitten. Im Sinne von reparieren. Ah, ich dachte gerade erst an Kitten, also im Sinne von Katzen. Vor allem, warum steht ein Schrank unter Strom? Wie kann ein Holz unter Strom stehen? Oder ist das ein Metallschrank? So, und jetzt ist unser, oder was? Nachtsnack. Ach, das ist ein Kühlschrank. Ach so. Ja, komm. Lass uns das auch mal kitten. Und sonst so? Ja, kitten. Warum nennt man das kitten? Warum nicht einfach reparieren? Ich meine, ist ja irgendwie cool, dass man so... Ich sag mal, ein bisschen umgangssprachliches da drin hat oder so, ne? Aber... der funktioniert hier draußen. Schade, den hätte ich mal ausprobieren sollen. Aber irgendwie ist das auch ein bisschen bescheuert, oder? Ja, hallo. Ich ziehe jetzt in die Scheune. Wahrscheinlich das Zimmer hier unten, ne? Da, wo das Kluschen ist. Wie kriege ich das Zeug denn jetzt hier wieder raus? Muss ich wieder hier hingehen? Ah. Hä? Moment. Katalog. Ach, Quatsch.
Ich bin ja auch blöd. Ich muss ja hier im Metall gehen. Man bedenke, dass ein geübter Motorsäger war, der diesen Stumpfen in ein Kunstwerk verwandelte. Wow. Okay. Wir parken das Ding mal da. Boah, fett habe ich im Bett, Alter. Ein Biker-Sofa. Okay, das parken wir mal. Können wir das drehen? Wow, tatsächlich. Aus welchen Gründen geht das da nicht hin? Dann machen wir es einfach wieder. Achso. Machen wir es dahin. So. Monochrom-TV. Yeah. So rum oder so rum? Ah. Sehr gut. Was haben wir noch? Ein Eisschrank. Wieso können wir den da nicht hinbauen? Achso, wahrscheinlich, weil der im Weg stehen würde. Ah, komm, bauen wir den vor dem Bett hin hier. Das geht ja auch nicht. Ja, soll ich mir den einfach hier reinstellen, oder was? Da kommt er da hin. So, was haben wir noch? Der dusselige Huhn. Was ich gar nicht haben will. Sprich mit Oberhaferstich. Ja, aber nicht mehr heute, weil wir werden jetzt schlafen gehen. Das war's auch schon wieder, liebe Freunde. Der Pixel Power in kleinem Format. Von meiner Seite aus. Warum rede ich manchmal einfach so komisch? Ich weiß auch nicht. Man will es wohl dramatisch halten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke euch fürs Zuschauen. Wir gehen noch mal nebenbei auf die Toilette, weil was gibt Schöneres, als auf die Toilette zu gehen, wenn das fast schon neben dem Bett steht. Nicht vergessen zu abonnieren, zu kommentieren, zu liken, zu teilen und natürlich einen dicken Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch der ganze Quatsch gefällt, den ich hier überhaupt so mache. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.